Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen, Freunde und Verehrer des Minecraftes. Wir sind wieder zurück und ich habe... Oh. Okay. Ja. Ich habe mal was vorbereitet und zwar, werdet ihr das gleich mal sehen. Guckt mal hier. Klack. Ihr seht es, wir haben jetzt ein paar neue Mods drin. Ich habe ein paar Mods reingemacht. Und zwar besitzen wir jetzt Inventory Tweaks und wir besitzen den Backpack Mod. Habe ich denn so will ich? Nein, habe ich nicht. Ich sehe gerade hier Kohle, die nehme ich aber mit. Ich weiß, wir sind beim letzten Mal hier runtergekommen für Diamanten, haben bis jetzt aber noch keinen Erfolg gehabt. Wir wollen das natürlich noch ändern. Und ich hatte mich, glaube ich, nicht runtergetraut hier. Noch nicht. Das soll sich nun aber ändern. Klack, klack. Wo kommen denn die ganzen Geräusche her? Und ihr hört es vielleicht schon an der Musik. Die ist gerade etwas anders. Habe ich denn keine Fackel mehr dabei? In der Tat, ich habe keine Fackeln mehr. Okay. Okay, Moment. Ich muss mal ganz kurz... Musik habe ich hier aus. Ist doch ein wenig laut gewesen jetzt. So. Okay, wir haben ja Obsidian. Das ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich mit einfach mal Obsidian mit. Kann man ja auch immer gebrauchen. Ist das die Haltbarkeitseffizienz? Genau. Sollte eigentlich recht schnell gehen. Genau, das ist das erste. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier kein Zwei-Block-Tief versehe. Ja, klasse. Natürlich fange ich das auch nicht auf. Das verschwindet jedes Mal komplett. Ich hätte gern 8 Obsidian, das wäre ganz geil, ne? Ach, wir haben keinen Slot frei, deswegen verschwindet das. Ah, das ist klar. Ach, und wir haben sogar... Ach, wir haben Bürger und Spreader dabei. Siehst du mal. Ich tausche erst mal ein gegen einen Stapel Stein. Die können wir uns eh nicht so gut gebrauchen. Doch ein Stück zu nahe gekommen. Gut, dass jetzt sich hier irgendwas weggesprengt hat und wir darunter genau Lava gegessen wäre, das wäre nicht so pralle gewesen. Jo. Sehr schön, dann kann ich mich das auch noch mitnehmen hier. Okay. Dann komme ich mal raus. Und hoffe nicht sofort erschlagen und erstochen zu werden. Stirb. 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 Ja, los. Zeige dich mir. Hallo, was wird das denn? Komme ich an den ran? Komme ich an den ran? Oh doch, ich komme an den ran. So, mal ganz kurz hier dicht machen. Dann tun wir hier mal uns mal ganz kurz ein paar Stöcker machen. Stöcker machen.
Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Fackeln machen. Jetzt habe ich es wieder. Fackeln, 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 Fackeln. So. Kann ich irgendwas zusammenfassen? Das ist gerade... Mir das Eisenschwert kommt weg. Da fliegt das jetzt hier rein. Und das Redstone fliegt weg und dann kommt das rein. Das war momentan so die intelligenteste Zwischenlösung. Bis wir unten zufällig eine Höhlenkuh finden. Und aus dieser Höhlenkuh dann Leder machen können. Ich wollte noch ein paar mehr Mods reinpacken, aber ich habe es erstens zeitlich nicht geschafft, mir coole Mods rauszusuchen. Zweitens gibt es für die 1.7 gar nicht so viele Mods, habe ich so rausgefunden. Da wurde wohl etwas nachlässig gearbeitet. Oh, du bist ja nicht wirklich ein. Bist du ein? Wartet, Moment. Guck mal, fliegt das Fleisch jetzt mal weg. Du bist tatsächlich ein... Ach, das ist Diamant. Ach, lol. Nee, warte mal. Das ist Diamanterz. Die Erde fliegt mal noch raus. Und das ist Markterz. Okay. Das läuft hier alles, es liegt ja alles aufeinander irgendwie. Da fliegt man noch einen Stabelstein raus für. Jetzt habe ich da noch Herz. So war das gar nicht geplant. So. Liegen alle Herzen in einer Reihe. Wo kannst du theoretisch auch ordnen? Item Baumdatei, okay. So, und jetzt hast du das R. Okay. Ja, ist hier noch was irgendwie? Wenn das so viel Zeug ist, das muss doch irgendwie... Ah, siehst du, da hinten ist noch was. Ganz ruhig, Günther. So, haben wir hier denn noch was? Nicht wirklich. Und ich habe auch keinen Bock, hier unten zu sterben. Kohle können wir allerdings noch einsammeln. Wie viel denn noch? 55? Na, dann machen wir das gleich mal voll, die Kohle, den Kohle-Stack. Wenn wir einmal dabei sind. Sollten wir dann irgendwann wieder eine Glückshacke haben, dann können wir das... Okay, jetzt sind wir voll. Ich hau jetzt mal die Steine weg, weil, ganz ehrlich... Wenn wir irgendwann mal eine Glückshacke haben sollten, dann haben wir so viel Zeug dabei einfach. Wir können das alles verarbeiten. So... Stopp. So, jetzt haben wir hier noch was. Oh, haben wir auch noch Kohle. Ach wisst, ich kann einfach nicht anders. Wir nehmen einfach die ganze Kohle mit, das ist kein Problem. Ja, und... Wir haben... Ich wollte das Texture... Das ist auch so, ich wollte ein Texture Pack ändern, habe aber dann geschaut und geschaut und es gab keine Texture Packs. Ich nehme mal hier die richtigen Plattensteine, ist viel cooler. Ich muss den nicht extra noch brennen dann. Haben wir noch was gehabt? Ne, okay. Ja, ich wollte auch Texture Packs mitnehmen, aber Leute, ganz ehrlich, es gibt momentan echt kein Texture Pack, was mich wirklich interessiert. Ich hätte gern wieder ein Honeyboy Texture Pack. So, hier kommt euch noch ein Stück Stapelstein weg für den Kies hier. Den brauchen wir ja dringend. Das Honeyboy Texture Pack würde mich schon interessieren. Aber das kommt ja nicht mehr aus momentan. Darum gibt es momentan wirklich kein Texture Pack so. Ich habe mich umgeschaut, Sommer und so ist zwar alles ganz cool, die hat der Sommer Texture Pack und so, was es alles gibt.
Aber nichts, wo ich sage, okay, das lohnt sich zu installieren. Da bin ich doch mit dem, was wir momentan haben, recht zufrieden. Was haben wir hier noch? Oh, eine Spinne. Creeper. Na nü na na. Was ist denn hier drunter? Moment, so wollte ich das nicht. Und ein wenig Eisenerz. Auch hier haben wir Eisenerz. Hier ist nichts Besonderes. Auch hier haben wir Eisenerz. Eisen haben wir sowieso eine graue Menge brauchen. Dann buddel ich mich mal hier runter. Und stopfe mal das Loch. Jetzt aber. Okay, hier haben wir nur Lava drunter, das bringt uns jetzt also nicht weiter. Dann lasse ich mal wieder nach oben. Ich würde sagen, es ist mega warm wie das. Es ist nachts um 1 und es ist einfach so warm. Okay, haben wir erstmal Pilze. Auch Redstone nehmen wir mit. Irgendwann bauen wir mal was Großes mit Redstone. Ich verspreche es euch. Irgendwann. Wir haben noch so viel zu tun. Eigentlich, ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben ja durch diesen, warte mal. Der Rami hat jetzt hat morgen 700 Folgen Minecraft. Ich hatte 5 Folgen weniger als er. Das heißt, wir haben... Oh, gut 2 Monate hab ich kein Minecraft mehr richtig rausgebracht. Ah, sind wir da. Das heißt, die ganzen neuen Biome und so, wir haben noch nichts entdeckt. Wir haben gar keine Zeit gehabt, das alles zu machen und so. Das müssen wir natürlich alles noch nachholen und es wird doch nicht leicht sein, die Tundras und so, das Clay-Biom und das Eisbiom zu finden. Ich hab grad die Nase, ich muss mir... Oh! Sind das Smaragd oder sind das Diamanten? Ich glaube, das sind Diamanten. Ich glaube, wir haben endlich Glück. Yep, wir haben mega viel Glück. Sieht aber mega geil aus, der Diamant, muss ich mal sagen. Ich habe ja noch so ein RPG-Texture-Pack gesucht, aber nach einem, was doch fröhlich aussieht. Ich bin der Freund von fröhlichen RPGs und habe momentan sowieso so eine kleine RPG-Schwäche, da ich momentan ja Dragon's Prophet mit dem Wolke zusammen spiele. Auch privat sehr viel. Aber die meisten Leute, weiß nicht, die meisten Texture-Packs symbolisieren mit RPG gleich was Düsteres, Unheilvolles. Was ich halt nicht ganz verstehe, weil RPGs können auch fröhlich und freudvoll sein. So wie ich meine RPGs zum Beispiel mag. Guck mal hier. So macht man das nämlich. So. Soll ich erstmal kurz Stein hier her? Kann ich den KW abbauen? Hier ist anscheinend nichts anderes mehr gewesen. Oh. Nee, hier geht's zwar runter, aber das war nicht... Lass bitte nichts von hinten kommen. Dankeschön. So, wir essen ganz kurz was. Geht's denn hier drüben lang? Ich glaube, wir sind momentan in einer sehr coolen Höhle angekommen. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zu holen.
auch recht gefährlich hier, habe ich so das Gefühl. Ich möchte hier nicht länger als notwendig bleiben. Nicht, dass mich noch eins dieser Spinnengetiere in die Lava schmeißt. Aber Gold gibt es hier in rauen Massen, das gefällt mir gerade sehr. Gold ist ja eigentlich ein recht seltenes Material. Oder haben sie das unselten gepatcht? Das wäre natürlich doof, ne? Das würde mir gar nicht gefallen. Es ist eigentlich ganz okay gewesen, wie wenig Gold man gefunden hat. Man, ich habe ja doch trotzdem einen recht beachtlichen Vorrat. Okay, diese Höhle ist mega verzweigt. Und mega vergoldet. Hier haben wir Pfeile noch. Ich habe hier noch Holz. Okay, das ist cool. Holz, 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 Holz. Fackeln. Kriegen wir gleich den einen Kohlestapel. Ja, das ist sehr gut. Da kann ich dann nämlich Stein, also Kohle in Blockform. Ui. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang soll hier. Alter Schwede. So. Da wollten wir eigentlich ursprünglich nur ein wenig Diamanten und Kies holen. Jetzt haben wir so eine Monsterhöhle entdeckt. Aber wann ist das denn mal nicht so bei Minecraft? Man entdeckt eine Monsterhöhle und muss erstmal drinbleiben und alles rausholen, was man da irgendwie rausglauben kann. So, was haben wir denn noch hier? Hier haben wir noch ein... Wow! Ist es tot? Ich glaube, es hat überlebt. Nicht bloß... Oh! Nicht in die Lava! Nicht in die Lava! Nicht in die Lava! Nicht in die Lava! Ich treffe die auch so. Super. Die Lava war noch ein Stück weg, aber man kann ja nie vorsichtig genug sein. So, das mal hier das ganze Zeug. Das Blaugesteinsgefärbste. Dankeschön. Was haben wir hier oben noch? Oh! 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 Nicht rechtzeitig reagiert. Oh mein Gott. Wie jetzt Angst? Ich habe keine Angst. Ich würde mit denen ja gern mitnehmen. Was haben wir denn? Wir haben einen Sattel, wir haben Kakaobohnen, wir haben Weizen, wir sortieren das mal. ich nehme jetzt so den Sattel mit und lasse dafür mal Steine hier liegen. Vielleicht findet man irgendwann mal wieder den Spawner, ich brauche ihn jetzt so direkt nicht. Stopp. Aber euch nehme ich mit. Euch lasse ich hier nicht liegen. Könnt ihr mal erzählen, was ihr wollt. War so klar, dass da was kommt. So. Diese Steine sind mir viel zu kostbar, um sie hier liegen zu lassen. Weil so oft gibt es sie doch nicht. Und darum werde ich mir sie einverleiben. So, auch schön in die Ecken schauen, dass da nichts übersehen wird von uns.
weiter geht's. Wo wir mit sich viel Großes mehr an Erzen entdecken. Es sei denn, es geht wieder nach unten, aber nee, ist Schluss. Ich gehe wieder runter. Wir sind ja noch lange nicht fertig mit der Erkundung dieser Höhle. Oh. Wir sind anscheinend wirklich noch lange nicht fertig. Denn hier geht es noch ordentlich tief runter. Aha. Na, wenn das mal nicht Ärzte sind hier. Aber ohne Ende. So, nehmen wir einmal mit. Ja, also, wie gesagt, ich habe mir momentan eine Minecraft-Song-Playlist runtergeladen. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Wenn, dann habe ich es jetzt getan. Wegschmeißen wollte ich jetzt einfach mal Feuerstein. Die habe ich mir runtergeladen jetzt. Die geht anderthalb Stunden lang, noch ein bisschen länger sogar. Ich glaube, eine Stunde 40. Und hat halt die ganzen Minecraft-Originalsongs drin. Finde ich ganz cool, da die Minecraft-Originalsongs mir sehr gefallen. 2 Stunden nehme ich aber seltenst auf eigentlich. Und wenn, ist es auch kein Problem, die Playlist mal zweimal abzuspielen. Und wenn ich irgendwann mal über 4 Stunden aufnehmen sollte, dann erschießt mich einfach.